Guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Folge League of Legends auf meinem Kanal. Wir sind wieder mit Among Us im Jungle. Hatte ich in der letzten Folge nicht angesprochen, wir befinden uns hier im Bereich, im Bronzebereich. So, die anderen haben relativ starke Picks. Wir haben aber auch nie so schlechte Picks. Ich glaube, da geht es darum, wer kommt besser ins Game rein. Ansonsten die Kombos, ja, der Jarvan kann schon eine Menge anrichten, wenn man Flash nicht abhat, ne? Aber ich glaube, der Ryze und der Fizz, da mache ich mir ein bisschen größere Sorgen. Hatte erst gedacht, dass der Graves im Jungle ist, aber anscheinend wird er hier auf der Lane gespielt. Tja. Wie das ausgeht, weiß ich auch nicht so richtig. So, ich fange bei Amumu immer gerne mit dem E an. Bei manchen, in manchen Guides steht auch der W. Der schließt sich aber nicht so. Warum? Weil ich ja niemals alleine anfange den Jungle zu machen, sondern entweder hier Hilfe durch die Toplane habe, auf der anderen Seite Hilfe durch die Botlane habe. Ich glaube, das ist eh die bessere Variante. Da kam der First Kill auf der Botlane. Er schließt sich gerade nicht warum. Grace musste zwar dafür flashen, aber muss man so früh sterben mit einer Zona? Ich glaube eigentlich nicht. Ist ein bisschen schade. Weil natürlich gleich der Vorteil da ist, Jin hat noch nicht ein Farm. So. Mal sehen, wie die anderen Lanes sich entwickeln. Sugar hat das Vorreis. Was den Farm angeht, kann entscheidend sein, dass er vielleicht besser reinkommt. Ich weiß nicht, er drängt ihn relativ stark aus der Lane. Ich krieg da nicht irgendwelche Tower Hits, aber scheint nicht so zu sein. Oh, was war das? Siehst du, wenn man sich nicht konzentriert und auf den anderen Lanes mal ein bisschen gucken will, dann ist das immer nicht so gut. Auch nicht schaffen wir jetzt den Raptor, aber ich denke schon. So, da bräuchte ich vielleicht mal, hatte ich im letzten Video mit Amumu schon mal angesprochen, vielleicht mal Tipps, dass man im Jungle irgendwie ein bisschen im Becher zurechtkommen und die Combo bzw. die Rotation hier nach unten beenden kann. Muss da immer porten, das ist echt nervig. So, jetzt kann ich nämlich erst zu meinem Red und ich hatte Jarvan nicht irgendwie dort schon probiert, was zu stehlen. Top ist 5 Farm vorne, das gefällt mir ganz gut. Mitte ist jetzt auch 5 Farm vorne, auch sehr gut. Botlane ist ein bisschen problematisch. Grave hat schon 2 Kills auf der Zona. Ist natürlich richtig bad für uns. Das heißt, oh, Zed hat im 1 gegen 1 gegen Fizz ist er gestorben. Ja, da muss man halt aufpassen. Ne? Diese Champions können hart snowboarden und können damit dieses Spiel einfach mal ganz schnell für sich entscheiden. Jetzt mal runter, vielleicht kann ich da irgendwas holen. Ich habe meinen Flash da. So, perfekt. Der Jin hat einen Kill bekommen. So wie es sein soll. Hoffentlich ist die Lane dadurch wieder im Game. Und wir können Richtung Sieg arbeiten. Das müssten wir jetzt Mitte auch nochmal schaffen, wo gegen Fizz ein bisschen schwerer wird. Top scheint ganz gut klar zu kommen. Der Shogat hat 23 zu 15 Farm. Haben noch das gleiche Level. Mal gucken. Würde gerne Mitte nach vorne bringen. Weil ich denke, auf den Zed ist jetzt vom Vorteil, wenn der stärker ist. Natürlich auf den Schuhgart auch nicht zu verachten, ne? Ohne Frage. Gucken wir mal, weil da irgendwie uns anschauen können. Wir haben natürlich nur den Thunder, wir haben sonst keine Mana. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Oh, da kommt aber der Flash. Können ihn nochmal wegdrücken, dass Zed eventuell einfach backen kann, ohne sich holen zu lassen. Ja, das wäre wichtig. Tja, was mache ich mit der Botlane? Die Sona ist schon wieder hier so. Sona ist vielleicht einfach ein bisschen zu offensiv eingestellt. Auf jeden Fall ist das langsam nicht mehr lustig, weil die den Graves dadurch hart feedet, ne? So, Top konnte der Gank abwendet werden durch den Cho'Gath. I try, schreibt Sona. Ich meine, im Endeffekt muss sie nur hinten stehen und healen. Ich habe leider mein Ulti noch nicht. Ich denke mal, das wird auch nach denen hier ein bisschen Rocks auch nicht da sein, das Ulti. Das würde irgendwie sonst sehr helfen. Tja, da hat gar nicht gesehen, dass der Graves schon wieder auf der Lane war. Ich dachte, der stellt sich darin, um zu porten. Hat er nicht gemacht. Oh, dachte Q-Traffic. Oh, jetzt ist der Fizz auch noch da. Muss man echt aufpassen. Zed kommt aber dazu. Hab bloß kein Q. Oh nein! Und ich treffe das nicht. Kein, kein, kein. Okay. Jetzt ist zumindest der Fisk gegen den Zed gestorben. Das ist natürlich gut für uns. Jarvan war nicht da. Jarvan ist da. Oh, schade. Wäre so schön gewesen. Oh, shit. Oh shit. Mein Team kommt nicht, das heißt, ich werde mich zurückziehen. Den Blue, wenn den da lasse ich stehen. Dass sein Blue längere Abklingzeit hat. So, normalerweise ist das Ding gemacht. Wir haben den Dragon bekommen. Konnte vor den Jarvan rausdrücken aus seinem Jungle, muss so ein Blue Minion dastehen lassen. Das ist, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft für ihn. Jetzt biete ich dem Cho'Gath mal ein Blue an. Weil ich bin eher ein sozialer Jungler. Aber er möchte da lieber in der Mitte Kills machen. Dann hole ich mir den alleine, weil ihr brauchen kann ich ihn definitiv. Und der kommt auch nicht erportet. Okay. Ah, jetzt kommt er doch. So, wollte ich ihm den lassen. Und da hat Fessel von dem Jungle-Item dazu geführt, dass ich den Blue bekommen habe. War natürlich so nicht geplant, habt ihr auch gesehen. Ich habe mich nicht mehr bewegt, nicht mehr zugehauen. Tja, ärgerlich. So, der Farm, den hole ich nur, weil der Cho'Gath nicht hier ist. Und der würde eh am Dings, am Tower zerplatzen. Dann kann ich mir das auch holen.
hoffe, der. Scheiße. Stuttgart hat den Dings verloren. Oh. So, als ob er seine Chat-Aktivierung gemacht hat. Ja, ärgerlich, dass sie das so mitkriegen und so contesten konnten. Haben wir jemanden geholt dafür? Nee, nur Stuttgart ist gestorben. Hat da jetzt jemand den Buff dadurch? Wenn, dann hatten, glaube ich, Jarvan, ne? Ja, ärgerlich einfach. Wirklich ärgerlich. Schaffe ich jetzt den? Ich probiere es einfach. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den Red so einfach schaffen. Aber es geht sich, glaube ich, gut aus. Wenn jetzt nicht der Jarvan kommt, ist alles gut. Kommt nicht. Dann können wir, glaube ich, auch noch die hier machen. Oh, jetzt haben wir keinen Mana mehr. Aber es geht sich auch aus. So. Der Hund kommt. Kann da sowieso nicht helfen. Oh, nicht gut. Jhin ist down. Ist wirklich ärgerlich. Kommt da um die Ecke. Aber ich hätte da nichts machen können. AD, AP, AP, AD. Der ist vorne. Und der ist nicht vorne. Ich glaube, AP. Ich glaube, das wäre das Richtige. Jetzt auf Magie-Resi zu gehen. Tja. Tja, tja, tja. Gut, okay, dann gehen wir auf Magie-Resi. Wir sparen noch das Gold. Jetzt wurde noch wer abgeholt? Nee, nee, nee. Ach nee, wir haben den Tower verloren, ne, glaube ich. Was macht jetzt der Shogat? Der will sich jetzt Red sneaken. Wer so schlau ist, ist. Red ist nicht da. Ah, in der Mitte, da geht was, da geht was, da geht was. Oh. So, down. Jetzt kriegt der Java natürlich den. Oh, Ryze wird mich gleich festhalten. Oh no, jetzt kommt auch noch der Graves. Das war nicht gut. Hätte ich mal nicht machen sollen, wäre der Graves nicht gekommen, wären unsere Chancen gar nicht so schlecht gewesen. Naja. Der Jhin lässt sich schon wieder ultien. Diesmal überlebt er zwar, aber ich denke mal, der Graves wird ihn gleich auslöschen. Oder? Oder? Oh, das war richtig knapp. Wir haben einen Tower bekommen. Genau, ich denke mal, die Top Lane. Das passt. Wir sollten uns zum Dragon machen. Achso, die Dings nicht. Ich will noch kurz die 3, 4 Gold erwarten. Weiß, macht man eigentlich nicht. Aber dadurch habe ich einfach mal 150 Leben mehr. Ist mir ganz lieb. Oh ja, können wir den Fizz rausnehmen? Nein, schade. Knappe Kiste. Sein Ulti ging aber ins Nichts. Ich habe mein Ulti nicht ready. Erst in 55 Sekunden. Wir könnten aber eventuell den Dragon machen. Obwohl da sich was anbahnt. Yes. Sona Ulti war jetzt meines Erachtens noch ein bisschen wasted. Man nicht machen müssen. Aber ich denke mal, den Dragon sollten wir kriegen. Oh shit. Mein Smite macht. Oh. Natürlich Spruchhüt. Oh, da gehe ich lieber raus. Ist mir zu gefährlich. Der Jarvan ist ganz gut dabei. Der macht relativ viel Schaden, sagen wir mal so. Wird dadurch ein bisschen unangenehm.
Shogat hat den Last Hit auf dem Dragon gemacht mit seinem Ulti, ist okay. Er unterstützt mich ja nur im Flash. Schade, jetzt ist der Zed gestorben. Jarvan Ulti war da, Fizz war da. Werde nicht früh noch auf der Midlane sein, um da noch groß was auszurichten. Oh, nee, der trifft nicht. Und können wir hier den Fizz holen, aber ich schätze nicht. Nee. Schade. Wo der Re-Engage nicht so schlecht war. Von mir. Aber sind einfach zu viel Abilities vorhanden, um zu escapen bei dem Fizz. Den Rest habe ich nicht bekommen. Das war ein großes Problem. Oh, schon wieder ich. Lieber ich als Jhin, sag ich mal. Wo ist, warum springt der Zed nicht rein? Hat er keinen Bock oder was? Ich brauche Mana. Hab keine Mana. Keine Mana. Ein Hook kann ich noch setzen. Der was bringt, ist ja die große Frage. Auf jeden Fall für ihn hier. Komm, killt ihn. Ich habe ihn ja extra nochmal gestunt. Sollte im Bereich des Möglichen sein mit einem Q. Oh, oh, oh. Sehr gut. Okay, haben wir ihn gekriegt. Konnte nochmal meinen Smite ansetzen. Ich werde jetzt porten, weil ich einfach OM bin. Und hoffe, ich komme hier einfach weg, ohne dass jetzt noch ein. Ah, geht. Kein Abbruch erfolgt. Das passt. Ich werde mich mal um unseren Blue kümmern, beziehungsweise um unseren Red. Wir liegen noch hinten. Der Fizz ist relativ gut dabei, der Graves ist gut dabei. Naja, müssen wir mal gucken, dass wir da im Teamfight ein bisschen was holen. Oh no. Und das war sehr gut. Schade, dass der Zed auch gestorben ist. Oh shit, der falsche. Da können wir nicht viel machen. Sollten wir uns rausbegeben. Schade, dass ich Trash getroffen habe und nicht Rice. War nicht so gut von mir gezielt einfach. Ärgerlich. Jetzt könnte ich nochmal reingehen. Na, bleibt denn da? Bleibt auf jeden Fall da. Mit den Rice konnte ich holen, aber Ulti von Jarvan, Jump-In von Fizz kann ich nichts gegen tun. Mich viel mehr stört es, dass der Graves da unten so eine Action machen kann. Und wie ärgerlich die mit so wenig HP sterben. Tower werden wir vielleicht halten können, je nachdem wie schnell ich und Zed da sind. Unser Red ist noch da. Da könnte ich, na der Jhin, der ist halt nicht gut dabei, ne? Wenn man den Farm anguckt, ich hatte doppelt an Farm, kommt, ist viel besser rausgekommen mit Kills. Es brauche ich ihm auch keinen Red geben, der würde ihm nicht viel bringen, weil er eigentlich jetzt immer ein bisschen Farm aufholen sollte.
Die sollen sich mal da nicht zu verausgaben, gerade der Set. Ein bisschen Farm für uns. Jetzt wollen sie, dass ich in die Mitte joine. Würde ich auch gerne. Mache ich auch. Aber ich bin echt der Meinung, dass wir da nicht so fighten sollten. Ich glaube, wir sind da. Der Set hat nur noch halbe AP. Wir sind da relativ schlecht aufgestellt. Gerade wenn mit Ulti von Fist doch trifft. Konnten jetzt zwar einen holen. Aber das war's. 2 gegen 1 tauschen ist halt nicht gut. Bin halt auch OM. Das ist mein großes Problem. Dann kriegen wir aber den Trash, der war ein bisschen zu greedy. War schon absichtlich so von mir gemacht, die Port-Position, um ihn da eventuell ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil als Trash wird's immer hocken. Wird's hocken, 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 hocken. So. Mal gucken, ob wir da noch was machen können. Oh, er stirbt natürlich der Djinn. Und der Grace ist auch da. Ich habe wieder keine Mana. Das ist eigentlich mein größtes Problem. Nein, nicht bekommen. Leider nicht bekommen. Hab gesmided, war vielleicht nicht gut. Wenn ich ein bisschen anders rausgehe, jetzt kann ich nicht flashen. Der Lutschugat hat sie wieder rausgeholt. Mehr ist da für uns. Doch, da ist so eine Menge zu holen. Nicht gedacht. Aber eigentlich nicht für mich. Wenn OM hätte doch rausgehen sollen. Mich hätten sie nicht kriegen müssen, weil wir auch nicht gut getauscht haben. 4 gegen 2, dafür den Dragon. Ich weiß nicht. Ist, glaube ich, nicht worse gewesen. So. So, jetzt bin ich gegen AP auf jeden Fall erstmal geschützt. Werde jetzt noch ein bisschen Rüstung bauen für den Grace und den Jarvan. Weiß ich nicht, noch ein Realize oder so. Mal sehen, wie lange das Game noch geht. Jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, dass wir eventuell. Ich meine, wir haben schon 3 Tower geholt, sie haben erst 2 geholt, das ist ein Vorteil. Wir haben 3 Dragons, die haben noch keinen, das ist auch ohne Frage ein Vorteil. Es bleibt bloß abzuwarten. Kann man. Oh nee, kann ja nicht wahr sein. Kann man da eventuell. Hallo. Mach ich das Djinn schon wieder tot. Nur so noch ist da. Okay. Er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Ja, der hätte halt dodgen können. Ich habe mich für den Thresh entschieden, weil der Fizz hätte mein Q dodgen können. Und wäre doppelt ärgerlich gewesen, weil dann wären wir nicht mehr rangekommen an beide nicht mehr. Und er dachte, bevor wir nichts mitnehmen, nehme ich doch lieber den sicheren Kill mit. Was vielleicht, oder ist meiner Meinung nach die bessere Variante. Um einfach ja eben auch den Zed den Assist zu geben, ne? Darf man ja auch nicht vergessen.
Kills war natürlich wesentlich mehr wert, aber der Assist bringt auch Geld. Von daher ist es okay, denke ich. Jetzt brauche ich Mitte ein bisschen Unterstützung. Gegen den Fizz, falls er dann weiter pushen wird, aber macht er natürlich nicht. Wir wollen da schon wieder fighten, die Gegner. Da kommt der Fizz reingesprungen. Jetzt holen sie natürlich die Zona total i, oder? Doch nicht, oder? Schnell den Blue gekriegt. Vielleicht kriegen sie den Java noch. Denke ich, werde zu spät für den Fight kommen. Dann gehe ich mal unten lang, um eventuell jemanden abzufangen. Aber doch, da kommt ein Rice. Aber mein Team ist schon wieder weggegangen, was auch nicht schlimm ist. Ist vollkommen in Ordnung, ne? Sie haben den Kill geholt. Meiner Meinung nach schon fast ein bisschen zu viel Chase, bin ich so der Freund vom Chasen, obwohl ich das auch manchmal mache, lässt sich dann doch nicht verhindern, ne? Da fehlt halt so die gewisse Coolness manchmal in gewissen Momenten, wo man sagt, komm, warum machst du das? Ne? Oh, da sind sie drin. Oh ja, das Ulti hat er getroffen. Das war knapp. Dann gehen wir mal gucken, was unser Red da. Ja, perfekt. Ulti von Sona hat getroffen. Der Jhin ist aber schon rausgedasht. Weil er dachte, bevor ich jetzt sterbe, gehe ich lieber raus. Dann trifft das Ulti und er musste wieder rein. In der Zeit ist natürlich der Stun abgelaufen beim Graves. Und der hat nochmal einen Hit kassiert. Zum Glück konnten sie trotzdem für sich entscheiden. Ja. Der Shogat ist relativ offensiv unterwegs, hat schon 6 Tode dadurch. Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, weil jetzt kommen sie nämlich alle. Der Trash ist. Nee, der Trash ist nicht rein hier. Steht hier relativ stark alleine da. Der Fist ist rausgekommen. Hätte ich nicht nochmal reingehen sollen. Und fehlt da einfach der Damage gerade. Beziehungsweise der Damage ist gerade weg. Oh, yes. Der Kill war da, aber jetzt hoffentlich nicht gegen Ryze sterben. Ryze ist relativ tanky. Der Shogun macht seinen Job ganz gut. Der hat gerade 2 Kills geholt. Das war wichtig. Er hat quasi den Teamfight so ein bisschen gedreht. So, Frozen Heart ist fertig. Und dann könnten wir jetzt eigentlich Richtung Dragon gehen, wenn sie sich da nicht zu lange aufhalten lassen. Wäre ganz wichtig für uns, ist der vierte Dragon. Die haben immer noch keinen. Also Dragon Play kann man nicht sagen. Sind wir ganz klar vorne. Den kriegen sie auch ohne mich. Mehr Druck. Nehmen wir euch mal kurz. Kommen gleich wieder. Aber jetzt ist erstmal hier wichtiger. Und doch eine Menge Geld. Das war gut. Jetzt war du dran. Soll ich da schon joinen? Ich glaube ja. Ich werde mich mal beeilen. Wollte jetzt eigentlich noch die Wölfe machen, aber
Hier ist schon wieder dicke Party angesagt. Oh, da könnte man natürlich super reinspringen. Wenn man mal sieht. Kommen sie überhaupt? Ne, ich glaube, sie sind schon weg. Oh, ja. Und Ulti. Ja, ganz wichtig, glaube ich. Jetzt kann man den Fight wieder schön drehen. Das ist auch down. Ja, nice. Da haben wir geaced. Ich glaube, das war wirklich wichtig. Haben wir Minions? Ja, da kommt ein dicke Wave. Grace ist in 12 Sekunden erst wieder da. Also wir sollten den Tower eigentlich kriegen. Plus Inip kriegen. Wenn der Grace an hier rankommt, kriegt er vielleicht meinen Q ins Gesicht. Jetzt gehen wir raus. Souverän, würde ich sagen. Souveräne Play macht. Der Ace war wichtig. Der. Der. Tower, Inhib. Alles wichtig. Kann man nicht sagen. Momentan die Nase vorne. Gucken wir mal lieber raus. Kommen sie nämlich und suchen schon. Dann werden wir mal gucken, dass wir eventuell gleich. Die müssen da ein bisschen vorsichtig sein, wenn man Realize uns holen. So. Aber ich finde es auch nicht gut, dass ihr da rumtingelt. Meter, was ist halt los? Holen wir auch mal schnell den Blue. Baron wird es jetzt nicht wehren, deswegen habe ich auch gesmited. Sind wir vielleicht auch noch gar nicht ready zu, ne? Leben alle, haben relativ starken Störfaktor. Warum rennt man da gleich weg, wenn nur der Fist da ist? Hätte man jetzt nicht machen müssen, hat natürlich Angst, klar. Aber da war nicht so der richtige Follow-up gegeben. Den Jhin hat es trotzdem zerfleddert. Ist natürlich super bad für uns. Zed pusht relativ hart, hat aber keine Vision zur Seite hin. Also kann wirklich in der Hose gehen. Sieht aber, dass drei in der Mitte sind und geht jetzt wieder auf die Lane. Das ist vernünftig auf jeden Fall. Aber was können wir in der Mitte machen zu zweit? Nicht viel, weil ich habe keine Ulti. Jetzt ein Ulti, würde ich sagen, okay, wir können was probieren. Aber ich habe keine Ulti und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Lass den Chugata ein bisschen was machen. Der Zed hat den Grace rausgenommen. Jetzt sind wir zumindest zu dritt, aber ich glaube, dass wir abgedreht haben, genau. Ich glaube, da zu handeln bringt nicht so viel. Sehr geiler Fight. Wir haben wieder geaced. Die anderen Ping zum Beenden. Schaffen wir das? Ich glaube nicht. Also ich würde da lieber ein bisschen safer spielen. Und zwar noch mehr einreisen, weil der Graves ist schon wieder da. Kann stören. Und die anderen haben 13 Sekunden, da schaffst du keine 2 Tower plus den Nexus. Glaube nicht. Ich glaube, so ist die safere Variante für uns. Sind auch fast alle gleich wieder da.
sein Leben jetzt meidet. Kommt da an den Trash noch ran, ist zwar nur der Support, aber kann natürlich super nervig sein. Wenn man so einen rausnehmen kann, ist das immer gar nicht so schlecht. Eventuell können wir uns hier noch den Inhib sichern. Oh. Oh, da ist der Fist. Wo kommt der denn her? Ob wir jetzt den Inhib haben. Höchste Priorität. Graue, das war ein ganz guter Play. Soweit. Jetzt dann nicht für sinnvoll Mitte nur zu pushen. So haben wir zwei offene Lanes in der kurzen Zeit. War, glaube ich, das Beste, was wir machen konnten. Ohne Mist. Den Dragon werden wir nicht schaffen. Zu zweit, schätze ich. Auch kein Flash, um rauszugehen. Also das... ist mir zu gefährlich. Komm, wir gehen raus. Ich bräuchte jetzt nur Vision. Oh, zum Glück mich getroffen. Aber gut, das ist der erste Dacher. Wir haben vier. Entschuldigung, muss mir gerade was im Mund stecken. Ich habe so einen Kohldampf. Es ist mittags. Ich habe noch nichts gegessen. Aber gut. Weiter geht's. Bald macht man nicht, aber das muss jetzt mal sein. Also sind wir ja hier nicht auf einer Benimmschule, ne? So, dann werden wir mal hochgehen. Beziehungsweise, nee, hoch ist Quatsch. In die Mitte. Ah, den kriegen wir so schnell. Perfekt. Ja, da kriegen wir sie alle drei. So. Perfekt. Chugat frisst alles. Man muss ihn nur vorbereiten. Was war das für ein Dash? War die Zona wieder ein bisschen zu greedy. Er hat mich irgendwie am Anfang des Spiels. Oh, shit. Hab den Fisch gefressen. What's going on, Fizz? Ja? Da kam der Stun. GG, wer played? So, da bleibe ich drinne. Kann nichts mehr passieren. Wir haben es geholt. Ja, geiles Spiel. Haben es, glaube ich, gedreht. Wir waren, glaube ich, am Anfang nicht vorne. Fizz ist relativ ausgerastet. Graves hat es auch geschafft, Lane-Dominanz aufzubauen. Der Einzige, der so ein bisschen halten konnte, war Shogath. Gegen Ryze hat einen sehr guten Job gemacht. Und im Endeffekt war dann der Bruch so die paar Catches, die wir bekommen haben. Ne? Und stetig wurden wir besser und einmal Spiel dreht. Oder haben wir jetzt irgendeinen Fight gehabt, der die dreht hat? Ich weiß es ja nicht mehr. War so aufregend. Ja, win. Alle gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt euch ja mal in den Kommentaren ein bisschen austoben oder mir einen Daumen da lassen. Ansonsten kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.